Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz. Ich begrüße dich beim Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. In unserer 39. Lektion wollen wir uns jetzt hier wieder mit Functions beschäftigen, aber hier wird eben kein, ich bin in der vorgehenden Lektion eine Zahl zurückgegeben, sondern ein String, also ein Text. Ja, der PHP-Code geht von der ersten bis zur 14. Zeile. Und wir haben schon mehrfach festgestellt, dass sich PHP, bevor eine Function aufgerufen wird, hier um diese Function eigentlich kümmert. Das springen wir gleich in die 10. Zeile und hier wird dann einer Variable ein Wert zugewiesen, nämlich ein Stringwert, das erkennen wir an diesen Anführungszeichen. Und hier in der 13. Zeile wird die Function aufgerufen, die in der Zeile 4 beginnt. Das wird hier auch ein Wert übergeben, nämlich genau jener String, den wir dann in der Zeile 10 festgelegt haben. Der wird also hier übergeben und hier weiterverarbeitet. Da steht dann hier Name ist gleich Hallo, Punkt Name. Und wir wissen, dass der Punkt dafür führt, dass hier Strings miteinander verbunden werden, verkettet werden. Das würde dann also hier Name Hallo in ein Name, der übergeben wird, also Hallo Markus, dann hier zugewiesen werden. Dann wird mit Return der Wert dann wieder zurückgegeben an die Stelle, an die er dann eben aufgerufen wurde, die Funktion. Das wäre dann Hallo Markus. Und hier in der 13. Zeile rufe ich, wie gesagt, die Funktion auf. Aber ich habe davor noch ein Echo geschrieben und deswegen wird gleich der Wert, der aus der Function zurückgegeben wird, auch gleich auf der Webseite ausgegeben. Also in dem Fall wird dann Hallo Markus ausgegeben. Und am Ende hier, die Zeile 13 höre ich nicht hier auf, wird dann mit einem BR-Tag, einem HTML-Tag, wieder verknüpft mit einem Punkt, dann der Zeilenumbruch dann erzeugt. Ja, also jetzt haben wir hier ein Beispiel dafür bekommen, dass wieder eine Function aufgerufen wird, ein Wert übergeben wird, in dem Fall ein Stringwert, und zurückgegeben mit Return wird dann auch wieder ein Stringwert als ein Text. Ja, versuche jetzt hier die Aufgabenstellung zu lösen, zu schauen, ob du das auch so gut umsetzen kannst. Und von hier aus ein Dank fürs Zuhören und Zusehen. Danke.